Stadtupdate 62. Heute Wasserfall, Gebirgsbach und Fußbad. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kasi Brickborn und im heutigen Video ganz genau müssen wir hier hinten diesen Bereich schön zumachen. Das heißt, hier dieser Putt muss weitergeführt werden. Ich schätze mal, dass ich die Ecke hier nochmal leicht abändern muss. Ja, das ist das eine, was wir machen müssen. Und ich habe was ganz Verrücktes gemacht. Das zeige ich euch dann gleich auch mal. Ja. Ein funktionierender Wasserfall. Das sieht natürlich noch im Moment Katastrophe aus, aber da reden wir natürlich gleich dann auch nochmal drüber. Ich würde sagen, bis gleich. Das heutige Video von mir entstand mit freundlicher Unterstützung von Lightstex, dem Hersteller mit kompatiblen Beleuchtungssteinen. Vielen Dank. Ja, ein Wasserfall. Warum motorisiert? Das frage ich mich die ganze Zeit eigentlich auch. Aber ich glaube, so kann man das eigentlich erstmal lassen. Denn also hier hinten haben wir unseren Anknopf hier. Das ist der braune hier. Damit läuft der Leuchtturm und der Wasserfall. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Ich will es auch nicht zu schnell laufen lassen, absichtlich. Das muss alles noch verkleidet werden. Ich weiß noch nicht wie. So, mal eben aus. Das stört dann ja. Es muss irgendwie verkleidet werden. Ich weiß noch nicht wie. Es ist ein großes Vorhaben. Ja, was soll hier passieren? Hier soll Folgendes passieren. Aus der Wand soll ein kleines Rinnsal kommen, unterhalb der Schienen herlaufen, durch einen Durchlass, ich glaube, es heißt sogar Durchlass, was unter Schienen und Straßen herläuft. Und dann soll er letztendlich hier dann in dieser Bachlauf und halt hier runterfallen. Die äußeren Wassersteinchen werde ich immer so ein bisschen verdecken, so dass das Rinnsal, was runterläuft, wirklich so um die zwei Noppen nur breit ist. Passiert aber nicht heute, denn hier vorne geht es heute erstmal weiter. Das nur einmal ganz kurz zur Erläuterung, was demnächst auch noch kommt. Hier geht es jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Ja, also ich muss noch mal sagen, hier diese alten Lego-Ketten hier, womit ich hier den Wasserfall mache, die sind sensationell, das hält wie Bombe, das ist echt spitze. Ja, was habe ich gemacht? Und zwar hier hinten habe ich den Putt weitergeführt. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Natürlich muss hier unten ordentlich noch alles zugemacht werden. Das ist ganz klar, wann, wie, wo, weiß ich auch nicht. Ja, so sieht das hier aus. Hier hinten kommt dieser kleine Gebirgsbach, sag ich mal. Da aus einem Durchlass raus, verschwindet sofort im nächsten quasi, sieht man es über Kopf einmal, ja, ich glaube ja, und kommt dann letztendlich hier vorne raus. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch alles so ein bisschen hier begrünen, die Wasserfliesen so ein bisschen hier rein, zumindest hier schon mal anfangen, um diesen Teil dann hier mal komplett fertig zu gestalten. Das ist jetzt erstmal das Ziel. Los geht's. Ja, da war ja noch was. Der YouTuber-Treff. Heute zieht ein der NRW Brickfan. So hat er mir das geschickt. Mit einem bedruckten Stein, einer Kappe, einer Tasse, einem Hammer und natürlich seiner Sigfig. Total toll. Hinten nicht bedruckt, aber toll. Ich muss sagen, gefällt mir gut. Natürlich habe ich mich für diese Variante entschieden. Stein kommt weg. Herzlich willkommen bei mir in der Stadt. Du bist auf Instagram vertreten und das ist natürlich auch heute verlinkt. Ja, das sieht doch schon mal richtig klasse aus hier. Es wird immer voller. Minifiguren sind da. Ihr könnt einfach tauschen, einfach anschreiben. So, jetzt sind wir hier schon bei unserem Putt. Das habe ich jetzt mal so gemacht. Wie gesagt, diese Ecke muss ich noch fertig machen. Hier hinten habe ich das mit diesem Gebirgsbach so mal gelöst. Der kommt hier aus einem Durchlass durch, verschwindet sofort im nächsten quasi und kommt dann hier wieder raus und endet dann in dem Wasserfall. Ich mache mal einmal an. Also ich würde sagen, das können wir erstmal so lassen. Mir gefällt das erstmal ganz gut. Natürlich sieht das jetzt hier an den Seiten noch so ein bisschen abgehackt aus. Man kann es sich noch nicht so richtig vorstellen vielleicht. Also ich schon. Müssen wir mal gucken.
Ich würde sagen, das ist heute ein enormer Baufortschritt gewesen, definitiv mit dem Wasserfall, mit dem ganzen Grün, mit dem Gebirgsbach und dem Patt. Ja, ich glaube, ja, mir gefällt das ganz gut. Und ja, heute haben wir eine kleine Premiere. Heute geht's mit den Zugfahrten weiter, und zwar mit der BR89. Ja, die habe ich schon eine ganze Zeit lang von Blue Bricks. Und die lassen wir heute mal fahren. Allerdings wird die von einem Waggon geschoben, der dann motorisiert ist, weil sie selber nicht motorisiert ist mit 9 Volt. Also, auf geht's! Das war's für heute erstmal. Ich wollte mich auf dem Wege auch nochmal bedanken bei allen neuen Abonnenten für alle Kommentare, für alle Likes. Das ist einfach sensationell, was im Moment hier los ist. Ich freue mich darüber absolut und ja, macht weiter so. Das macht Laune. Ja, wo geht's im nächsten Video weiter? Das ist eine gute Frage. Ich schätze doch, dass wir dann hier unten einfach anfangen weiter zu gestalten und dann uns hier so weiter nach vorne arbeiten. Denn danach müssen wir aufpassen, beginnt auch schon wieder der Ansatz der Brücke, muss dann gestaltet werden. Ja, es ist einfach so. Irgendwie müssen wir weitermachen, aber ich denke mal, da unten geht es in der nächsten Runde weiter. Also nochmal vielen Dank, lasst ein Like, ein Abo da und kommentiert ordentlich, aktiviert das Glöckchen. Ihr wisst genau, was zu tun ist. Also, bis dahin. Tschüss.